Moin, Janis hier und willkommen zu Teil 4 des Let's Plays Mini Metro. Wir sind durch England durch, wir haben Paris unterquert und jetzt geht's einmal über den großen Teich, einmal nach New York City, über Brücke Hudson und East River und verbinde die Vororte von New York City und New Jersey. Auf geht's. So, das schreit mal nach einer gemeinsamen Linie hier auf dieser Halbinsel ist das, glaube ich. Bin aber in der Geografie von New York nicht so ganz firm. Hier oben entsteht der nächste Punkt, der nächste Bahnhof. Den schließen wir mal so an. Interessant ist auch, dass die Farben der Linien immer andere sind, die ich hier zur Auswahl habe. Also kein Gelb diesmal unter den ersten drei Linien, auch kein Blau. Macht es fürs Auge ganz schön abwechslungsreich. Sieht ein bisschen aus wie die Farben im Deutschen Bundestag. So kleine Details, auf die die Entwickler eben geachtet haben und auch tatsächlich, dass hier das Flussufer so ein bisschen ja, originalgetreu, nehme ich mal an, gestaltet ist mit diesen kleinen Vorbauten, was auch immer das ist, wahrscheinlich künstlich angelegte Stege oder einfach Landgewinnung. Eigentlich will ich das so rumbauen, das ist ja viel klüger. Zumindest glaube ich das jetzt. Dann sind beide Linien gleich lang und hat eine noch stärkere Konzentration auf diesen Zwischenbahnhof und jetzt müssen wir einmal über den Fluss. Schauen wir mal, wie viele Brücken wir haben. Zwei Stück. Kann also in dem Fall nicht eine reine Untergrundbahn sein, wobei ja tatsächlich eine U-Bahn. Das werden wir auch in Berlin sehen. Oder sieht man an der echten Berliner U-Bahn und würde man natürlich eine Umsetzung hier dann auch möglicherweise sehen. Eine U-Bahn ist nicht unbedingt immer eine Untergrundbahn. So. Sondern es gibt durchaus eben zum Beispiel in der Berliner U-Bahn Strecken, die über eine ganze Weile oberirdisch geführt werden. Teilweise sogar noch auf Brücken, also nicht mal auf Straßenebene, sondern als Hochbahn. Das waren auch schon bei den ersten Planungen und bei den ersten Strecken, die gebaut wurden, Abschnitte, bei denen man dann durch enge Straßen trotzdem eine U-Bahn führen konnte mit diesem Hochbahnkonzept. Wir haben jetzt einmal Team Road, das von ganz im Osten über diese Hauptinsel in den Westen führt. Ich bekomme eine neue Bahn, einen neuen Zug und einen neuen Wagen zum Ankuppeln. Ich glaube, dass wir Road sowieso irgendwann verlängern müssen. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht den Tipp gebaut, den die GameStar-Jungs mir mit auf den Weg gegeben haben, der wahrscheinlich sinnvoll ist, nämlich kreisrund, so ähnlich wie diese Olympia-Ringe, zu bauen, kreisrund und ineinander greifend, damit man dann zum einen Rundkurse hat und keine langen Strecken, wo eben immer das Problem ist, wie sorge ich dafür, dass die Endstationen oft genug bedient werden. Und zum Zweiten habe ich dann eine große Flexibilität beim Umsteigen. Ich habe dann pro Schnitt zweier Kreise ja zwei Umstiegsbahnhöfe, die dann jeweils optimiert werden können von den Fahrgästen für sich. Das habe ich jetzt natürlich hier auch wieder nicht gebaut. Kann man das vielleicht noch umbauen? Erstmal müssen wir hier erstmal hier grün anklemmen, glaube ich. Das ist jetzt akut. Ja, wie würde so ein Kreis aussehen? Vielleicht hier dieser Kreis oder den hier. Also habe ich jetzt dann zwei immer längere Arme. Ich müsste allerdings dann halt auch alles unterbringen an Zügen, außer ich nehme Rosa mit rein. Ich halte mal die Zeit an. Vielleicht machen wir mit Rosa mal hier so eine... Ups, hallo? Kann ich keine... Doch, ich kann hier einfach ziehen, ja. Immer wieder falle ich drauf rein. Machen wir mit... Ups, hallo? Machen wir mit Rosa einfach mal eine Inselbahn. Nein. Eine Inselbahn, die das alles umspannt. So, dann müsste Rot nur noch... Ups. Ups. Hier rüberkommen. Hier hochlaufen. Mit Rosa zusammen rüber und den Kreis vollenden. Grün müsste dann
Man kann immer nur eine Station zurücknehmen pro Klick. Grün könnte hier mit Rosa zusammen folgen. Ich habe keine Brücke mehr, okay. Aber das könnte ich ja noch auf später schieben. Ich könnte ja erstmal sagen, wir klemmen das bis hier an. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Auf geht's. Weiter. Jetzt wird hier großflächig umgebaut. Gleich wird das Ganze hoffentlich ein bisschen übersichtlicher wieder. Wenn die Linien alle verschoben sind. Das wäre dann jetzt ein Fall für die Inselbahn. Und beim nächsten Mal müsste ich dran denken, auf jeden Fall eine Brücke zu besorgen. Und die Strecke hier, doch, jetzt ist sie aufgelöst und jetzt sieht man auch den Plan. Es ist quasi jetzt ein dreifacher Kreis. Und wir werden sehen, wie gut sich das ergibt. Mich stört natürlich nur hier die Öffnung über den Fluss, aber ja, gut, das ist jetzt eben nicht zu vermeiden an der Stelle. Wir können ja vielleicht mal die Zeit ein kleines bisschen beschleunigen. Wir bekommen eine Lok und ich möchte auf jeden Fall zwei Brücken haben. Lassen wir es mal noch ein kleines Stückchen laufen. Ich glaube, dass die Inselbahn ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann und wir ziehen die hier mal zusammen. Ich kann die Brücken ja auch jederzeit wieder zurückholen in dem Spielmodus, in dem ich bin, sodass das jetzt erstmal zu einem schönen grünen Rundkurs führt. Ich kann auch jederzeit mir die Bahnen zurückholen. Dann sorgen wir vielleicht wirklich mal dafür, dass Rosa gut läuft, weil es hier ja sicher auch Bedarf gibt dafür, vom Osten in den Westen und umgekehrt zu kommen, wo man eben dann zwingend ein Stück Rosa fahren muss. Im Moment direkt Grün auf Rot gibt es auf meinem Kurs nicht. Hier ist auch schon die erste Unruhe. Das sind eben Fahrgäste, die jetzt hier aus dem Osten kommen, mit der grünen Linie in diesen Kreisbahnhof gefahren sind und jetzt einmal hier wahrscheinlich dann umsteigen. Die meisten fahren Richtung Dreieck und ich nehme an, dass damit dieses Dreieck gemeint ist. Ah ne, die haben tatsächlich ihre Büros hier in, keine Ahnung, Eastside oder was ist das? Westside? Hm, wahrscheinlich das gerade nicht, das beides. Hier oben, neuer Bahnhof für die grüne Linie, das kann sie gut vertragen. Hat aber jetzt noch, wo ist denn der zweite Wagen? Fährt er jetzt auf Rosa? Ah, da oben fährt er, genau. Rosa mit zwei Wagen, Rot mit zwei Wagen und Grün ist dann so der nächste Kandidat für einen extra Zug. Weil es eben an diesem Bahnhof hier durchaus Unruhe gibt. Jetzt schauen wir mal, ob Rosa da schnell genug hinkommt. Das müsste noch gehen. Grün fährt hier unten mit. Ich habe eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet namens MetroCard. Ich nehme an, dass das bedeutet, dass ich halt eine bestimmte Anzahl von Fahrgästen insgesamt befördert habe. Oder dass ich eine bestimmte Anzahl von... Ja, es müssen nicht die Fahrgäste sein, weil es jetzt gerade live reinkam. Vielleicht auch eine bestimmte Anzahl von Stunden im Netz verbracht habe. Das könnte möglicherweise auch noch sein. Jo. Ich habe gelernt, dass man das hier ein bisschen begradigen kann, damit die Linie hübscher aussieht. Ist aber mehr fürs Auge als sonst relevant fürs Spiel. Waggon oder Umsteigebahnhof? Ich nehme mal den Waggon, weil ich jetzt keinen so ganz klaren Umsteigebahnhof habe bisher. Jetzt kann Grün mal seinen zweiten Zug bekommen. Und Grün kann auch gleich noch den zusätzlichen Waggon bekommen, weil Grün inzwischen eine ganz stattliche Anzahl von Stationen hat. 8 inzwischen, während Rot zum Beispiel nur 4 hat und auch 2 Waggons bekommen. Die längste Strecke ist mit 10 Stationen Rosa, die aber immerhin schön kompakt hier liegen, auch ohne Brücken und relativ schnieke fahrbar. Schön. Hier übrigens die Animation, wie er um die Ecke gefahren ist. Diese Spitzkehre ist natürlich für U-Bahnen nicht so richtig gutartig. Hier kommt nochmal eine. Wer zugucken will, kann sich das nochmal zu Gemüte führen, während ich hier Rot anklemme. Eine neue Dreiecksstation, die dritte auf der roten Linie. Eine Brücke habe ich noch frei, aber so wie es jetzt strukturiert ist, brauche ich wahrscheinlich erstmal keine. Solange Rot und Grün ihre jeweiligen Bereiche abdecken können, sollte das erstmal gut laufen. 327 Passagiere habe ich bisher transportiert und sie sind jetzt im Moment alle ganz gut zufrieden. Auf Rosa gibt es ordentlich Passagiere. Fahren wir mal so und legen das auch ein bisschen hübscher hier. Mit der linken Maustaste kann ich das einfach umlegen. Wie gesagt, spielerisch kein Unterschied, aber optisch könnte ich jetzt auch versuchen, hier diese Spitzkehren ein bisschen rauszunehmen.
gut, spielt auch keinen Unterschied, ist natürlich nicht ganz richtig, weil prinzipiell fährt er natürlich so lange, wie die Linie ist. Das heißt, wenn ich die Linie länger habe, dann dauert es, also ich könnte die jetzt hier auch so unterlegen, dann dauert es halt länger, bis er die abgefahren ist. Also ja, gut, doch, kleiner spielerischer Unterschied. Vielleicht Mikrooptimierung für die ganz großen Highscores. Ich würde sagen, wir fahren erst hier nach oben, nehmen dann diesen etwas ungeschickt gelegenen Bahnhof mit. Ich kann das jetzt hier, ich kann diesen Ding, diesen Kreis nicht auflösen. Ich müsste jetzt anhalten, müsste ihn hier am Öffnungsbahnhof auftrennen, bis hier zurückgehen und dann neu verkabeln. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Aber Team Rosa braucht Hilfe. Okay, es ist gerade Sonntag, dann haben wir gleich die Möglichkeit, da einzuschreiten. Jo, ich kriege eine Lok und ich brauche dringend einen Waggon. Zeit anhalten. Grün muss hier oben rumfahren. Ja, wahrscheinlich braucht Rosa die Lok. Wo setzen wir den denn ein? Vielleicht hier auf halber Strecke. Und grün den Waggon, weil grün auch eine extrem lange Strecke inzwischen hat. Ich glaube, von Stationen her gar nicht mal mehr als Rosa, doch eine mehr, 11 zu 10. Wenn ich auf den ersten Blick, auf den kurzen Blick richtig gezählt habe. Aber Rosa hat halt vor allem hier diese ganzen Umstiegsfahrgäste. Dann kriegst du jetzt hier nochmal so eine ganz blöde Station da im Norden dazu, die einfach die Fahrtstrecke sehr weit treibt. Ich habe da so, wo kommen diese ganzen Fahrgäste hierher? Kann man den rosanen Zug hier mal ein bisschen beschleunigen? Nee, in die Gegenrichtung sollst du fahren. Ah, jetzt fährt er wirklich falsch rum, glaube ich. Ja, fährt er. Stopp. Ich muss ihn so rum hier haben. Jetzt ist besser. Rot darf auch, wow. Rot darf auch einmal ganz weit in den Norden abschweifen. Muss aber sein, weil sonst kommt einfach niemand ernsthaft in Frage, das zu machen. Hier wird es gleich wieder kräftig knallen an diesem grün-rosa Umstiegsbahnhof, der einfach sehr beliebt ist. Frage für mich ist nur, wie kann ich da Entlastung schaffen? Ich meine, Rosa nimmt die jetzt alle mit, hat natürlich eine ewig lange Strecke, um hier in Rot überzugehen. Was wäre also nicht schlecht gewesen, wenn wir eine Station hätten, bei der sich Grün und Rot direkt verbunden hätten. Wie wäre das denn, wenn wir Rot hier einfach noch rüberfahren lassen? Wir probieren das mal aus, ob das Entlastung schafft. Ich denke eigentlich, dass das gut sein müsste. Kann sich nämlich Rosa auf den eigenen Verkehr auf der Insel ein Stück weit mehr konzentrieren, anstatt so viel für diesen Transitverkehr zu Grün und zu Rot jeweils von Ost nach West und umgekehrt verantwortlich zu sein. 600 Fahrgäste. Wir beschleunigen mal die Zeit. Uiuiuiui, Grün ist auch ganz schön am Leiden. Ich habe aber keine Züge mehr übrig. Ich kann tatsächlich nicht konkret Abhilfe schaffen. Hier oben brennt. Wir machen das mal ein bisschen langsam. Wir halten das kurz an. Hilft mir eine zusätzliche Bahnlinie? Ich nehme mal die Bahnlinie und gucke, ob ich damit irgendwie kritische Bahnhöfe verbinden kann. Die wollen hier alle zu Kuchen. Kuchen ist da. Okay. Die Idee wäre, ich trenne das hier nochmal auf. Die Idee wäre zu sagen, ich habe hier drüben eine eigene Eastside-Bahn. Eine eigene Eastside-Bahn und klemme die dann zusammen mit einer grünen Transferbahn, die vielleicht nur so diesen inneren Teil hier fährt. Sagen wir mal das, nein, grün.
grün, grün. Und wenn ich dann vielleicht noch rosa ein Stück entlasten könnte. Ich würde jetzt also eine blaue Bahn haben gerne. Die im Kreis hier, da, 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 da und da vorbeifährt. Ich habe ich die innere Station einfach nur bei grün vergessen gehabt. Das ist die blaue natürlich auch wieder ziemlich lang. Mal schauen, ob das schon was hilft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, das hilft nichts. Wie soll ich denn die Station hier bedienen? Stopp, Zeit anhalten. Der Wagen muss genau daher. Während der grüne Wagen hier hin muss. Oh, das ist aber schon ganz schön hart, wenn man hier ständig schon die Züge rumschieben muss, was ja noch nicht so ganz im ja, nicht so ganz realistisch ist, nicht ganz so sein sollte. Team Grün ist ordentlich gefordert. Kann ich denn auch jetzt einen Team Grün-Zug hier auf Blau setzen? Das würde nämlich Blau gebrauchen können. Blau braucht einen zweiten Wagen. Achso, jetzt habe ich den Anhänger. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht nur den Waggon übertragen. Ich wollte den ganzen Zug rüberholen. Vielleicht so. Ja, alles mal gegen den Uhrzeigersinn da fahren bei Blau. Auf Rot sieht es immer noch ganz entspannt aus. Hier gibt es jetzt Riesenchaos wieder an diesem mehrfach Umsteigebahnhof hier. Blau hat aber da unten auch schon Probleme. Ich hoffe, dass Grün davon Teile mitnehmen kann, von den Fahrgästen hier bei Kreis. Oh Gott, nein, Grün gibt nur noch viel mehr ab. Eieieiei. Also da ist schon richtiges New York Großstadt-Chaos, würde ich mal vom Gefühl her sagen. Inzwischen brennt es auf drei Bahnhöfen in der blauen Linie. Gucken, ob da Blau noch rechtzeitig ankommt. Hier kommt ein Zug vorbei, der kann zumindest mal 6 Fahrgäste vielleicht mitnehmen. Wir fahren hier eben noch außen vorbei. Auch das ist halt nötig. Ja, Team Rosa. Das aber jetzt im Moment. Moment. 800 Fahrgäste. Team Rosa kann auf jeden Fall auch noch auf den Zug verzichten hier. Nein, ich will den Zug haben. Da ist doch ein Zug. Gib den Zug her. Ja, so. Jetzt kommt der Zug her. Und er darf auf der legendären Blue Line mitfahren. Ups. Ja. Hoffentlich schafft das noch hier runter. Jetzt kommt erstmal Grün da vorbei. Vielleicht kann der ein bisschen Entlastung schaffen. Inzwischen stehen sie hier in 3 Reihen. Da müssen wir auch noch vorbei mit Blau. Das wird natürlich auch wieder eine Riesenstrecke. Aber im Grunde läuft das bei Rot und Lila jetzt durchaus effizient. Und da ist es zu spät. 40 Tage nur und 815 Fahrgäste. Ja, gucken wir kurz in die Statistik. Immerhin, würde ich mal sagen. Tägliche Fahrten. Hier am Ende haben wir weniger Fahrten gemacht. Durch diese Aufteilung. Verärgerte Fahrgäste. Am Anfang gar keine. Dann wurde es aber natürlich immer schlimmer, wie immer. Die Länge der Fahrten haben wir dann verkürzt durch diesen Umbau hier mit der neuen Linie. Aber das war wahrscheinlich ein Tick zu spät. Ich denke, ich hätte da früher eingreifen müssen und früher sagen müssen, der Kreis bei Blau wird zu groß und da ist auch zu viel Verkehr auf dem östlichen Ast. Und dann hätte man vielleicht das Problem noch ein Stück verschieben können. Aber es war schönes New Yorker Großstadtchaos. Ich würde sagen, wir spielen das hier einmal ab. Man kann nämlich jetzt hier in einem schönen Player sich angucken, was wir gemacht haben. Da hat sich Rot und Grün entwickelt. Dann der komplette Umbau hier in die Dreiecks, in die Kreisstruktur. Grün wird immer größer, man sieht es hier schön. Immer mehr Bahnhöfe. Rot an Grün angeschlossen, dann Blau eingebaut und kurz danach ist Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch und über ein Abo. Und wenn ihr Spaß an diesem Mini-Metro-Let's Play habt, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Johannes. Ciao.